Der nächste große Abschnitt, finite Elemente für Probleme in zwei Raumdimensionen. Wir schauen uns an die Wärmeleitung. Dazu brauchen wir leider noch mal ein paar mathematische Grundlagen, Funktionen aus dem R hoch 2 in die reellen Zahlen und dazu etwas, das heißt der Gradient, dann Vektorfelder und die Divergenz, dann gibt es einen Satz, das Divergenztheorem auf Englisch Divergence Theorem, auf Deutsch der Gaußsche Integralsatz, und daraus kann man sich sowas ableiten wie eine partielle Integration für zwei oder dann auch mehr Raumdimensionen. Das Ganze ist eher so eine informelle Einführung, keine rigorose Mathematik. Ich versuche mich hier auch möglichst kurz zu fassen. Wir beginnen mit den Funktionen r hoch 2 nach r. Die kennen Sie aus Mathematik 2 im Bachelor und dem Gradientenvektor. Den haben wir noch nicht behandelt. So, also wie kann so eine Funktion aussehen? F r hoch 2 in die reellen Zahlen. Die Zuordnungsvorschrift f von xy zum Beispiel x² plus y². Wir erinnern uns dran, so eine Funktion kann man sich ja vorstellen als einen kleinen Automaten. Wir werfen oben ein paar von Zahlen x und y rein und bekommen unten raus f von x, y. Na, also r hoch 2, zwei Zahlen rein, r, eine Zahl raus. Dann, wie kann man so eine Funktion grafisch darstellen? Man kann jetzt entweder eine gekrümmte Fläche im Raum zeichnen oder Konturlinien. Und wir verstehen jetzt ja was von MATLAB. Das heißt, wir lassen uns da mal kurz ein kleines bisschen helfen. Hier also in MATLAB definieren wir zunächst mal die Funktion. Es bietet sich an, das als anonyme Funktion zu vereinbaren. X und Y, die Funktionsparameter, x² plus y², der Funktionswert. A, das Ganze soll ja auch für Vektoren funktionieren, also nehmen wir hier den Punkthochoperator. Dann als nächstes der Plot, die Zahlenwerte auf der x-Achse, nehmen wir Linspace, plotten das Ganze von minus 1 bis 1 mit, was weiß ich was, 30 Punkten. Gucken wir gleich, ob das gut aussieht. Y nehmen wir dieselben Werte wie x. So, um eine Funktion r hoch 2 nach r zu plotten, gibt es einen Befehl surf. Also das ist jetzt nicht meine Lieblingssportart, sondern gemeint ist surface. Wir brauchen x, y und z Koordinaten und wenn man sich das durchliest, sieht man in dem Zusammenhang praktisch, ist dieser MeshGrid-Befehl, weil wir brauchen die x und y Koordinaten in einer Matrix. Ja, also halten wir uns an diese MATLAB-Konvention, besonders toll finde ich sie nicht, aber mir ist nichts Besseres eingefallen. Groß x, groß y. Jetzt also MeshGrid von x und y, lasst es mal laufen und jetzt sieht man, dass x und y sind jetzt Matrizen mit 30 Zeilen und 30 Spalten. Und da sind dann jeweils Wertepaare drin, die auf diesem Gitter liegen. So, damit können wir dann die z-Werte ausrechnen. Das ist unsere Funktion f, ausgewertet für x und y. Deswegen müssen wir die vektorisieren, damit das klappt. Und jetzt können wir aufrufen, surf x, y und z. Ah, diese Code Completion in MATLAB ist nicht gut gemacht. So, da haben wir es. Die Funktion als Fläche im Raum geplottet. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, Konturf und selbe Parameter. Damit bekommen wir dann nochmal einen schönen
Konturplot. X ist equal, dann sind die Kreise auch wirklich Kreise. Na, Sie erinnern sich, diese Linien hier sind Höhenlinien, dort ändert der Funktionswert sich nicht, ist ja irgendwie auch klar. In dem Funktionswert steht drin das Quadrat von dem Radius. Na, unser alter Pythagoras lässt grüßen. Dann kopiere ich mir die zwei Plots mal eben rüber und dann können wir auf dem Papier sozusagen weitermachen. Weiter mit dem Gradienten. Ich schreibe das mal allgemein auf der nächsten Seite auf und dann gehen wir zurück zu dem Beispiel. Für den Gradienten brauchen wir zunächst mal die partiellen Ableitungen. Sie erinnern sich vielleicht noch die Schreibweise partiell nach x abgeleitet mit diesem runden d an der Stelle x und y. Das war definiert, wie immer bei den Ableitungen, über einen Grenzwert f von x plus h y minus f von x y geteilt durch h. Und dann lassen wir das h gegen 0 gehen. Was wir rausbekommen, ist die Steigung dieser Funktion f an der Stelle xy, wenn wir in die x-Richtung gehen. Ja, also ich zeige es mal kurz hier. Wir stehen an dieser Stelle, laufen in die x-Richtung und die partielle Ableitung sagt uns, wie steil geht es da den Berg hoch. Die partielle Ableitung in y-Richtung genauso. Ich schreibe es mal auf. Jetzt eben in y-Richtung ein Stück h weitergegangen, den Funktionswert abgezogen an der Stelle xy, das Ganze durch h geteilt und wir lassen h gegen 0 gehen. Was wir rausbekommen ist, wir stehen zum Beispiel an dieser Stelle, gehen in diese Richtung, wie steil geht es den Berg hoch oder runter. Wir hatten da noch folgende Schreibweise verwendet, wenn wir geschrieben haben, f mit einem tiefgestellten x an der Stelle xy, haben wir damit gemeint, die partielle Ableitung nach x von f an der Stelle xy berechnet, genauso mit dem Index y. Damit können wir den Gradientenvektor oder Gradient, aber es ist ein Vektor, manchmal sagt man dann auch Gradientenvektor, aufschreiben. Man sagt dazu Grad f von xy. Es gibt auch eine andere Schreibweise mit so einem umgedrehten Dreieck. Der Gradientenvektor ist nichts anderes als die partiellen Ableitungen in einen Vektor geschrieben. Und deswegen diese Kurzschreibweise fx von xy fy von xy, da haben wir den Gradienten der Funktion f. Womit haben wir es aus mathematischer Sicht zu tun? Wir stecken ein Paar von Zahlen x und y in unseren Gradientenautomaten rein und wir bekommen einen Vektor wieder raus. Das heißt, der Gradient ordnet zwei Zahlen zu. Wir können damit also sagen, der Gradient von f ist eine Abbildung aus dem r hoch 2 in den r hoch 2. Sowas nennt man auch ein Vektorfeld, aber das besprechen wir gleich nochmal. Also, der Gradient, der Vektor der partiellen Ableitungen. Wie sieht es jetzt hier in unserem Beispiel aus? Das geht ja furchtbar flott mit den partiellen Ableitungen. X² plus y² partiell nach x abgeleitet 2x. fy ist dann 2y, soll heißen, wir können unseren Gradienten aufschreiben. Die 2 ziehe ich mal nach vorne.
2xy, dann ist das der Gradient. Und jetzt habe ich hier in dem Plot schon mal ein paar Punkte markiert. Da können wir mal den Gradienten ausrechnen. Zum Beispiel Grad f an der Stelle 0,45, 0,45. Das ist dieser Punkt. Das ist dann nichts anderes als der Vektor zweimal mit den Komponenten 0,9. Ich zeichne den mal ein in unserem Plot, wobei ich jetzt hier eine andere Skalierung für den Gradientenvektor benutze als auf den Achsen, sonst würde der Pfeil so wahnsinnig lang werden. Ne? Also, der Gradient an der Stelle 0,45, 0,45 ist ein Pfeil, der im 45-Grad-Winkel nach oben zeigt. Dann machen wir weiter mit dem Punkt auf der x-Achse. Grad f an der Stelle 0,63,0. An der ersten, der erste Eintrag, 2 mal 0,63. Das ist sowas wie 1,26. Und in horizontaler Richtung, nein, in vertikaler Richtung, die zweite Komponente ist 0. Also hier der Gradientenvektor in diese Richtung. Wir könnten mal kurz überlegen, wie lang ist der Gradientenvektor, der hier diagonal nach oben zeigt. Das ist dann die Wurzel aus 2 mal 0,9 zum Quadrat. Ich tippe es mal eben in den Taschenrechner. Da kommt raus 1,27, also sowas Ähnliches wie bei dem anderen Vektor. Dass da nicht genau das Gleiche rauskommt, liegt daran, dass ich die Stellen auf der x-Achse natürlich nicht so genau ausgerechnet habe. Also, weiter. Grad f an der Stelle 0,63. Sie haben kapiert, wie es funktioniert, ne? 1,26 für die zweite Komponente und 0 für die erste Komponente. Also, der Vektor zeigt hier nach oben. Letzte Stelle, die wir uns angucken, der Koordinatenursprung. Grad f an der Stelle 0, 0, das ist einfach mal der Nullvektor. Ja. Damit können wir also festhalten, der Gradientenvektor ist ein Vektor in der Ebene und wenn Sie da mal genau hingucken, stellen wir fest, der Gradientenvektor steht rechtwinklig auf den Höhenlinien. Na, also hier haben wir einen rechten Winkel. Da haben wir einen rechten Winkel. Da haben wir einen rechten Winkel. Das ist so. Man kann sich auch überlegen, warum das so ist. Aber das sprengt hier den Rahmen. Wichtig ist, der Gradient steht rechtwinklig auf der Höhenlinie und zeigt in die Bergaufrichtung. Ne? Und wenn man sich jetzt überlegt, auf der Höhenlinie laufen bedeutet, die Höhe ändert sich gar nicht. Rechtwinklig zur Höhenlinie heißt, es geht am steilsten bergauf oder bergab und wir halten fest, der Gradient zeigt also in die Richtung des steilsten Anstiegs. Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft von diesem Gradientenvektor und wir haben jetzt geklärt, wie er vereinbart ist, die partiellen Ableitungen untereinander in den Vektor geschrieben und wir haben gesehen, die ganz zentrale Eigenschaft, der Gradientenvektor zeigt in die Richtung, in der es am steilsten bergauf geht für unsere Funktion f. Nur, doch eine Sache wollte ich noch unterbringen. Wie sieht es jetzt aus mit dem Gradientenvektor? Grad f an der Stelle 1, 1. Das ist der Vektor mit den Komponenten 2, 2.
also mehr als doppelt so lang in jede Richtung wie dieser Vektor, zeichne ich hier auch nochmal ein. Also der hier viel länger, auch wieder in Richtung des steilsten Anstiegs. Ne? Also was können wir sagen über den Anstieg an dieser Stelle im Vergleich zum Anstieg an dieser Stelle? Klar, das geht immer steiler bergauf, je weiter ich vom Ursprung weg bin. Im Ursprung ist es flach, deswegen ist dort auch der Gradientenvektor 0. Also die Länge des Gradientenvektors ist ein Maß dafür, wie steil das bergauf geht. Also die Länge von dem Vektor sagt uns etwas über die Steigung in diese Richtung. Ist der Gradientenvektor 0, dann liegt eine Stelle vor, an der es weder bergauf noch bergab geht. Zum Schluss plotten wir den Gradienten noch in MATLAB. Dazu brauchen wir zunächst die Funktion für die Komponenten von Grad F, Grad Fx. Quiver will ja 4 Arrays haben für die x- und die y-Koordinaten der Punkte und dann 2 Arrays für den Vektor. Deswegen Grad Fx für die x-Komponente x, y und der Funktionswert ist 2 mal x. Da brauchen wir jetzt auch keinen Punkt. Und dann für y das Ganze mit y. Den Gradienten auf so einem feinen Gitter mit diesen 30 Punkten zu plotten, hat keinen Sinn. Da nehmen wir ein gröberes Gitter. Ich kopiere mir das mal. Probieren wir es mal mit 10 Punkten. Und ich hänge hier jeweils ein g dran, um deutlich zu machen, dass das jetzt die Werte für den Gradienten sind. So, dann die Komponenten von dem Vektor. Ich nenne es mal uxg oder ux reicht eigentlich. Grad fx, xg, yg. Klappt ohne meckern. Und dann die y-Komponente. Und jetzt mit Quiver x, g, y, g, u, x, u, y. Jawohl, das ist unser Vektorfeld mit den Gradienten. Das können wir jetzt auch, das ist eine sehr übliche Darstellung, über den Konturplot plotten. Dann sehen wir das in einem Plot. Na, und jetzt sieht man auch nochmal die Eigenschaft von diesem Gradientenvektor, dass er rechtwinklig steht auf den Konturlinien. Ich lade mal das MATLAB-File auch noch hoch, dann können Sie sich das selber angucken und auch nochmal reinzoomen.